Hi und willkommen, ich bin der Max und ihr kennt es bestimmt, ganz viele schwärmen immer von ihrer American Express Platinum Metallkreditkarte und ich nehme mich da nicht raus, ich liebe die Karte auch, es sind ganz, ganz viele coole Vorteile, die die Karte hat, aber es gibt auch ein paar Sachen, die irgendwie weniger oft zur Sprache kommen, die man irgendwie nicht so weiß und darum soll es heute gehen, 10 Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mir die Amex geholt habe und hoffentlich ihr auch noch nicht wisst. Wobei wahrscheinlich diejenigen, die meine Amex Videos und meinen Blogpost aufmerksam durchgelesen haben, die wissen da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Bescheid. Aber trotzdem sind bestimmt noch ein paar Punkte dabei, die auch ich noch nicht erwähnt habe. Ihr wisst wahrscheinlich, dass man mit der Freundschaftsverbindung die beste Möglichkeit hat, an Amex-Punkte zu kommen. Also normalerweise muss man ja 1 Euro pro Punkt ausgeben. Und mit der Freundschaftsverbindung habt ihr halt einfach die Möglichkeit, wenn ihr einen Freund werbt oder selber über einen Freundschaftslink geworben werdet, kriegt ihr teilweise 30.000 Punkte, das ist so der Normalfall. Ich würde euch aber empfehlen, immer auf eine Aktion zu warten, die alle 2-3 Monate kommt. Aktuell ist eine Aktion bis zum 19. April, wo man 55.000 Punkte bekommt. Und da ist es ja so, dass nicht nur der, der geworben wird, also zum Beispiel jetzt du 55.000 Punkte bekommst, sondern ich in dem Fall, der geworben hat, auch 55.000 Punkte bekommt. So weit, so gut. Ich glaube, das sollte den meisten bekannt sein. Was aber kaum jemand weiß, dass wenn ihr innerhalb der ersten 12 Monate die Karte wieder kündigt, also kein volles Jahr Mitglied seid, dann habt ihr keinen Anspruch auf die Punkte und es kann sogar rückwirkend euch der Willkommensbonus wieder abgezogen werden. Also da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen und ihr dürft mindestens 18 Monate davor kein Hauptinhaber von einer deutschen American Express Karte gewesen sein, sonst kriegt ihr den Willkommensbonus nämlich übrigens auch nicht. Und übrigens gibt es auch für alle, die gerne Leute werben, ein Limit. Pro Jahr kriegt ihr nämlich maximal 1 Million Punkte für die Freundschaftswerbung. Wenn ihr mehr Leute werbt, kriegt ihr nichts darüber hinaus, maximal 1 Million Membership Rewards Punkte pro Jahr. Was auch immer wieder gesagt wird, und das sehe ich vor allem auf Instagram sehr, sehr oft, dass ganz viele immer sagen, ja, es ist super easy, damit kostenlose oder ganz günstige Business-Class-Upgrades zu bekommen. Und da muss ich wirklich ganz streng dagegen sagen, nee, es ist nicht einfach. Und ich habe da euch schon mal ein Video dazu gemacht, weil ich ja auch einfach offen und ehrlich sein will. Es ist da echt nicht einfach, da gute Deals zu finden. Man muss sich da echt ein bisschen reinfuchsen. Und ich habe euch da so eine Einleitung gemacht, wie das am besten geht. Aber es ist definitiv nicht so, dass es super easy ist. Man muss echt flexibel sein in den Orten, wo man ist, wo man einen Business-Class-Flug buchen will und man muss da auch gucken mit den Zeiten einfach, ob das dann passt und wenn man jetzt so als normaler Deutscher, der irgendwie vielleicht ab und zu mal hin und her in Urlaub fliegt, dann kann es halt sein, dass es gar nicht so flexibel ist und dann umso schwieriger tatsächlich Business-Class-Flüge zu buchen und dann halt nur 26 Euro zu bezahlen. Es funktioniert definitiv, gar keine Frage, aber es ist nicht ganz so einfach und man muss da echt ein bisschen rumgucken. Wie gesagt, falls euch das mehr interessiert, ich habe da ein Video dazu gemacht. Wenn man ja die Amex hat, die Amex Platinum, kriegt man ja auch eine kostenlose Zusatzkarte und dann denkt man natürlich, na, wenn da eine kostenlose Zusatzkarte dabei ist, dann hat die natürlich die gleichen Vorteile, weil es ja auch eine Platinum-Karte ist, aber so ist es nicht. Die kostenlose Zusatzkarte hat zum Beispiel nicht dieses Reiseguthaben, hat kein Shopping-Guthaben, das Sixth-Ride-Guthaben und diese Sachen nicht. Was die Zusatzkarte hat, ist der Priority Pass und zum Beispiel so Hotel-Upgrades, dass man da eben in diese Hotels reinkommt. Das hat die Zusatzkarte, aber alle Besonderheiten der Zusatzkarten, wie das Ganze auch abläuft mit Abrechnungen und Punkten, da schaut ihr euch am besten nochmal das andere Video an, aber ganz klar, die Zusatzkarten haben nicht genau dieselben Vorteile wie eine alleinstehende American Express Platinum Kreditkarte von dem Hauptinhaber. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ihr euch zum Beispiel vorhattet, euch die Kosten zu teilen mit der Partnerkarte, dass das natürlich dann auch schwierig ist, weil die Partnerkarte unterschiedliche Benefits hat wie die Hauptkarte und das müsst ihr dann natürlich auch auskarten, wie ihr das dann so umgeht, dass ihr euch da trotzdem einig werdet, weil man kann natürlich nicht dann sagen, okay, man macht Hälfte, Hälfte, jeder hat eine Karte, aber die eine Karte hat halt viel weniger Vorteile als die andere. Also entweder man nutzt es dann einfach gemeinsam als Familie und als Partner wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wie wenn man befreundet ist, da müsst ihr euch dann halt einfach eure eigenen Regeln machen. Zum Thema 200 Euro Reiseguthaben, das man ja hat, das versuche ich auch immer ganz explizit dazu zu sagen. Das heißt nicht für irgendwelche Reisen, sondern die Reisen müssen gebucht sein über das Amex-Portal, das Reiseportal von denen. Sonst zählt das natürlich nicht. Also die haben ihr eigenes Reiseportal, wo du zum Beispiel auch Flüge oder auch Unterkünfte oder auch sogar Mietwagen buchen kannst. Aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel auf Booking gehen und da ein Hotel buchen und sagen, ah ja, ich habe ja 200 Euro Reiseguthaben. Booking, das ist natürlich offensichtlich eine Reise oder über Skyscanner. Dann wird es da schon einfach abgezogen. Nee, ihr müsst es tatsächlich über das Reiseportal von Amex buchen.
Eins, das ich tatsächlich auch nicht wusste und mir dann erst jemand, den ich geworben habe, draufgebracht hat, so hey, mittlerweile gibt es 2x45 € pro Jahr bei NetApporter oder Mr. Porter. Das ist einfach so eine Webseite, wo man so ein paar Schickimicki, Dior, Gucci-Sachen shoppen kann, aber es gibt auch sowas wie Adidas. Einfach ein bisschen was Hochpreisigeres, das ist so ein Online-Shop aus, ich glaube, UK, also aus England. Da kann man 2x im Jahr 45 € shoppen. Man muss das Angebot aber auch erst aktivieren, das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr das Angebot nicht aktiviert habt in euren Amex-Offers und dann da shoppt, dann kriegt ihr auch die Gutschrift nicht. Das heißt, auch da wichtig zu wissen und wie gesagt, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil das einfach mal so in den Offers reinkam und meistens sind die Amex-Offers auch immer so, dass du einen Mindestbestellwert hast. Da steht dann zum Beispiel dort, du kriegst 75 € Gutschrift bei einem Einkauf von Montblanc, aber auch nur für die ersten 10.000 Karteninhaber, wo du dann nicht weißt, ob du da drunter bist und zweitens erst ab einem Einkaufswert von 500 €. Und das ist eben bei dem NetApporter ein bisschen anders. Da hast du keinen Mindestbestellwert. Selbst wenn du nur was für 40 € kaufst, kriegst du die vollen 40 € zurückerstattet. Und soweit ich weiß, waren da sogar auch die Versandkosten dann mit dabei. Dann, was tatsächlich auch immer nicht so oft erwähnt wird, dass die Amex ist ja schon eine Reisekreditkarte, also denkt man ja, okay, die hat bestimmt auch gute Sachen, was es außer Einsatz angeht, aber nee, Amex hat tatsächlich relativ hohe Gebühren von 2% ungefähr und das setzt sich dann irgendwie aus zusammen aus irgendwas mit der EZB und dem Wechselkurs plus der Auslandseinsatz von 2% und man weiß irgendwie gar nicht, wie viel ist es jetzt tatsächlich am Ende. Das ist sehr, sehr unübersichtlich. Also alles, was mit Auslandseinsatz zu tun hat, das heißt, wenn man mit Fremdwährungen bezahlt, ich weiß euch ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist, wenn ich mit meiner Amex am ATM was abhebe, weil ich die dafür einfach nie nutze. Meine Amex ist rein ausschließlich für Euro zahlen. Da, weil ich nicht einsehe, irgendwie 2% nochmal mehr zu zahlen, wenn ich eine andere Kreditkarte habe, bei der ich 0% zahle und die Karte auch komplett kostenlos ist. Und damit kann ich zwar keine Punkte sammeln, aber trotzdem fühle ich mich persönlich damit wohler, wenn ich einfach da den Preis zahle, den ich zahlen muss und nicht nochmal 2% mehr zahlen muss, bloß weil ich da mit der Amex bezahle, kriegt zwar keine Punkte, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob die 2% ihm die Punkte wert sind, je nachdem. Ich mache es nicht, weil ehrlich gesagt hole ich mir meine Punkte meistens über die Freundschaftswerbung und deswegen, ich mache das alles über meine andere kostenlose Reisekreditkarte der Hanseatic, verlinke ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox. Den Link zu meiner Website, da könnt ihr dann auch alles über die kostenlosen Reisekreditkarten, die ich so empfehlen kann, lesen. Auch nochmal zu den Partnerkarten, was wahrscheinlich da auch kaum jemand weiß, dass Partnerkarten tatsächlich über das Hauptkonto abgerechnet werden. Das heißt, wenn du Partnerkarten hast, zum Beispiel eine andere Amex Platinum oder vielleicht noch eine Goldkarte, das wird alles über dein Girokonto abgebucht. Das weiß auch so gut wie keiner, weil darüber kaum jemand spricht. Wie gesagt, zu Partnerkarten, ich habe da schon ein eigenes Video gemacht, da erzähle ich das dann schon. Aber ja, so sagt immer jeder, ja, Partnerkarten ist eigentlich ganz cool und es ist alles kostenlos. Aber ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Je nachdem, welchen Leuten ihr eure Partnerkarten gebt, könnte das natürlich auch ein bisschen schwierig werden. Und zu guter Letzt, was für euch auch wichtig ist, diese Karte lohnt sich nicht für jeden. Die American Express Platinum Kreditkarte kostet 720 € und ihr müsst es euch auch wirklich durchrechnen und ausrechnen, ob es sich für euch lohnt. Das klingt immer super cool, man hat auch echt viele Vorteile, aber natürlich auch nur, wenn man viel reist, wenn man viel unterwegs ist, wenn man einfach die Benefits auch nutzen kann. Und tatsächlich könnt ihr für 720 €, wenn ihr das 2 Jahre lang spart, könnt ihr natürlich auch in die ein oder anderen Lounges reinsitzen, könnt ihr natürlich auch euch vielleicht sogar einen Business-Class-Flug upgraden lassen zum Beispiel. Also schaut einfach selber, ob es für euch tatsächlich wert ist, ob es sich lohnt. Und wenn nicht, wenn ihr sagt, hey, ich würde sowas aber schon gerne mal machen, dann sagt einfach, okay, statt das, dass ich das jetzt in die Karte investiere, nehme ich mir nur die Hälfte und zahle davon einfach Airport-Lounges, wenn ich mal Bock habe, in den Airport zu gehen. Dann habe ich keine Fear of Missing Out, FOMO, dass ich sage, wow, die anderen haben alle diese Karte und diese Benefits. Für das Geld oder für die Hälfte des Geldes könnt ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Benefit euch trotzdem mal gönnen. Ich, selbst wenn ich irgendwann die Amex nicht mehr haben sollte, warum auch immer, dann würde ich mir trotzdem ab und zu einfach mal gönnen, in der Flughafen-Lounge zu sitzen, weil es das Reisen einfach so, so viel angenehmer macht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die ehrlichen Worte. Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt, natürlich alles unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben und falls ihr Interesse an der Karte habt, wie gesagt, alles ist unten natürlich auch in der Infobox nochmal verlinkt. Schaut euch gerne noch die anderen Videos zum Thema Amex an und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.